Verdammt, noch eins. Er hoppelt weg. Aber jetzt habe ich ihn gleich. Das ist ein Quokka, ein kleines Mini-Känguru. Das ist gar nicht so einfach, die ins Bild zu kriegen. Ich weiß gar nicht, wie die Selfies hinkriegen. Denn stillhalten will das Quokka nicht. Mein Selfie ist so. Das ist noch nicht optimal. Doch wie kriegt man das perfekte Selfie? Warum lächeln die Quokkas die ganze Zeit? Und was hat der Tennisstar Roger Federer mit dem Ganzen zu tun? Galileo-Reporter Alex sucht in den sozialen Medien nach Quokka-Selfie und bekommt endlos viele Treffer. Ein Foto ist süßer als das andere. Selbst Stars wie Chris Hemsworth haben schon eins. Ein Quokka-Selfie ist der absolute Mega-Hype. Alex reist an die Westküste Australiens. Die Insel Rottnest Island liegt nur 19 Kilometer vor Perth. Eine Schnellfähre bringt die Touristen in 20 Minuten auf die Insel. Die Fähre ist rappelvoll. In der Hochsaison kommen bis zu 15.000 Besucher am Tag. Wir treffen sogar ein paar deutsche Touristinnen. Und ihr wollt natürlich auch ein Quokka-Selfie machen. Ja, natürlich. Deswegen sind wir hier. Habt ihr schon eine Idee, wie ihr das am besten machen könnt? Also wie ihr das beste Selfie bekommt? Also ich würde es eigentlich so machen, wie ich es mit den Kängurus gemacht habe. Einfach Selfie-Kamera halten und kurz draufhalten und dann versuchen irgendwie, dass das Quokka am besten auch in die Kamera schaut. Naja, ob das wirklich so einfach ist? Die Quokkas sind mittlerweile so ein Publikumsmagnet, dass gleich an der Fähre Schilder stehen, wie man sich den Tieren gegenüber richtig verhält. Füttern ist schon mal nicht erlaubt. Es gibt sogar eine Anleitung, wie man das beste Quokka-Selfie bekommt. Also man soll sie auf keinen Fall mit Essen anlocken und am besten einen Selfie-Stick nehmen, damit man einfach auf eine gewisse Entfernung rankommt. Selfie-Stick habe ich jetzt nicht dabei. Hat halt auch nicht jeder dabei immer. Also muss man mal gucken, wie man es ohne Selfie-Stick am besten hinkriegt. Ne? Hier müssen also eher die Tiere vor den Menschen geschützt werden als umgekehrt. Es gab sogar schon Versuche, Quokkas zu entführen. Deshalb gibt es klare Regeln auf der Insel und Ranger, die diese Regeln durchsetzen, wie Dave Tuncliffe. Leider füttern einige die Tiere mit Sachen, die sie nicht gut vertragen. Sie haben eine sehr spezielle Ernährung. Sie essen überwiegend Pflanzen, Blätter, Wurzeln. Wenn man ihnen das Falsche zu essen gibt, können sie sogar dehydrieren und krank werden. Der Quokka-Hype hat die Touri-Zahlen auf der Insel explodieren lassen. Doch warum heißt die Insel jetzt Rattennest? Im September 1696 erkundet der holländische Entdecker Willem de Vlaming die Insel 6 Tage lang. Er hält die Tiere für Ratten, obwohl sie einen Beutel haben, in dem sie ihre Babys aufziehen. Vlaming nennt die Insel Rattnest. Auch wenn man heute weiß, dass die Quokkas kleine Kängurus sind, der Name ist geblieben. Früher gab es Quokkas in ganz Australien, aber durch die eingeschleppten Füchse und Katzen ist der Bestand extrem zurückgegangen. Die Insel Rottnest war jahrelang eine Strafkolonie und abgeschottet von der Außenwelt. Deshalb leben nur noch hier die letzten 12.000 bis 14.000 Exemplare dieser süßen Mini-Kängurus. Warum lächeln die eigentlich immer? Die haben ein zweireihiges Gebiss bei den Vorderzähnen. Diese Form lässt sie so aussehen, als ob sie immer lächeln. Manche sitzen auch gerne aufrecht. Dann sehen sie aus wie ein richtiges kleines Plüschtier. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Leute alle ein Foto mit ihnen haben wollen. Genau. Die sind auch sehr neugierig und kommen zu den Leuten, schnuppern rum. Die sind nicht sehr ängstlich Menschen gegenüber. Alex will natürlich auch ein Quokka-Selfie. Da Autos auf der Insel nicht erlaubt sind, macht er sich mit dem Fahrrad auf den Weg. Die Insel ist nur 11 Kilometer lang und 5 breit.
Die Quokkas halten sich gern unter Bäumen und Sträuchern auf. Alex trifft bei der Suche nach Quokkas auf den 27-jährigen Berliner Yusuf, der gerade ein Work-and-Travel-Jahr in Australien macht. Übers Internet hat er von den Quokkas erfahren. Jetzt will er auch ein Selfie. Nee, der hat keinen Bock. Also es ist gar nicht so leicht. So, ja. Wie ist dein Fazit? Mein Fazit ist jetzt, bei ihm war das sehr, sehr schwer, um ehrlich zu sein. Ich würde das gerne mal mit einem anderen probieren. Von daher machen wir uns mal auf den Weg und suchen uns mal einen anderen, der vielleicht nicht so zappelt. Es wird Abend auf Rottnest Island. Da die Mini-Kängurus nachtaktiv sind, kommen immer mehr zum Vorschein. Klappt es jetzt besser mit dem Selfie? Yusuf versucht es mal ohne Hut. Würdest du sagen, ohne Hut ist besser? Ich würde sagen, ja. Der Hut verschreckt die teilweise, glaube ich, wirklich, weil der ist ziemlich breit. Ich leg mich jetzt mal hin. Neugierig kommt das kleine Quokka näher, um zu schnuppern. Aber ist das Foto auch was geworden? Ah, fast. Alex probiert es ebenfalls. Wir müssen noch mehr ins Bild, Wirbel. Jetzt ist er weggehopst. Komm her. Die sind schon auch scheu. Also ich bin mir gar nicht so sicher, wie das immer so hinhaut. Die Fotos im Internet, die sehen so easy aus. Die breiten die Arme aus und lachen und so. Aber und das ist echt Selfie für Fortgeschrittene. Der Tennisspieler Roger Federer löst den Hype 2018 aus. Während der Australian Open postet er ein Quokka-Selfie. Jetzt will jeder eins. Schafft unser Reporter Alex das heute auch noch? Ranger Dave gibt ihm einen Tipp, wo die Chancen für ein Foto besonders gut stehen. Die sind verrückt nach Feigen. Die lieben sie total. Die Feigen fallen vom Baum runter, so können die Quokkas sie gut essen. Im Sommer, an den warmen Tagen, fermentieren die Feigen. Dann sind die Quokkas etwas betrunken und schläfrig. Der Feigenbaum steht mitten im Ort. Und wirklich, hier sind jede Menge Quokkas, die die vergorenen Feigen verputzen. Das macht sie ziemlich entspannt. Viele Touris versuchen hier, ihr Selfie zu bekommen, wie diese Australierinnen. Großartig. Auch Alex und Yusuf versuchen unter dem Feigenbaum ihr perfektes Quokka-Selfie zu bekommen. So Yusuf, wie sieht's aus? Hast du ein schönes Foto gekriegt? Ja, ich habe zwei schöne Fotos gekriegt. Ja? Oh, wie süß. Und einmal, wo er etwas gähnt. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen gelangweilt. Kannst du mal meins hin? Guck mal, das ist auch nicht schlecht hier. Das ist ein gelungenes Selfie. Das ist geil, oder? Ja, das ist gut geworden. Eins ist uns klar geworden, so ein Quokka-Selfie macht echt glücklich und die Jagd danach ein bisschen süchtig. Deshalb legen wir die Kamera beiseite und genießen in aller Ruhe die Zeit mit den niedlichen Tieren.